Hi Leute, mein Name ist David und jetzt zeige ich euch das neue Cube Assist WS Pro. Wie man an WS ableiten kann, handelt es sich hier um ein Frauen-Hardtail-Mountainbike. Das kann man absehen hier an dem abfallenden Oberrohr, was einen leichten Einstieg ermöglicht, aber auch für eine natürliche Sitzposition sorgt. Der Rahmen aus hochwertigem Aluminium hat die Möglichkeit, hinten einen Gepäckträger zu montieren, sowie Schutzbleche vorne und hinten, aber auch einen Ständer. Somit ist das Fahrrad auch alltagstauglich. Die Züge sind zum Teil auch innen verlegt. Das sorgt für eine aufgeräumte Optik und für ein besseres Schaltverhalten, da hier der Wind und Regen nichts den Schaltzügen anhaben kann. Die Laufräder von Cube mit den Schwalbe Smart Sam Reifen sorgen für ein gutes Laufverhalten und den nötigen Grip auch im Gelände. Der kurze Cube-Vorbau mit dem Cube-Lenker wird für die Frau kurz gehalten, um die Sitzposition natürlich zu halten, aber auch die nötige Kontrolle über das Rad zu haben. Der Cube-Sattel für Frauen konzipiert, sorgt auch für die nötige Bequemlichkeit auf längeren Strecken. Das Cube Access WS Pro hat vorne eine Santur-Federgabel montiert. Diese hat mit 100 mm die nötige Federung auch für das Gelände. Ihr könnt auch mit einem Speed-Lockout-System die Bremse blockieren und so habt ihr bessere Kraftübertragung, auch wenn ihr den Berg hochfahren wollt. Insgesamt ist das Fahrrad in einem türkisen Ton gehalten mit Elementen von Pink und Blau. Angetrieben wird das Fahrrad von dem Shimano-Schaltwerk hinten, Shimano Deore ist das hier, mit einer 9-fach-Kassette. Vorne habt ihr eine 3-fach-Kurbel, diese wird mit dem Alveo-Umwerfer von Shimano ebenfalls umgeschaltet. Angesteuert wird dies von der Schaltung vorne am Lenker von Shimano. Dort befinden sich auch die hydraulischen Bremsen von Shimano ebenfalls. Diese bremsen bei den Scheibenbremsen sehr hart und bringen euch auf jeden Fall zum Stehen, auch bei Regen. Mit den 599 Euro bietet das Cube Access WS Pro auf jeden Fall einen guten Start in die Mountainbike-Welt, hat allerdings auch noch die Alternative zum Alltagsrad. Wenn ihr dieses Fahrrad mal Probe fahren wollt, kommt einfach in einer unserer Filialen, macht vorher den Verfügbarkeitscheck oder bestellt es direkt unter fahrrad-xxl.de.